Hallo und herzlich willkommen zur dritten Welt von Bridge Constructor Medieval oder Mittelalter, wie es auf Deutsch heißt. Wir schauen uns mal den dritten Teil an. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder E-Geschichte. Bin schon gespannt. Sallo, eure Großzügigkeit hat sich bezahlt gemacht. Alle ihre noblen Freunde sind der Allianz beigetreten. Sehr gut, dann endlich auf in den Kampf! Das geht nicht, Sire. Was ist denn nun schon wieder? Wir haben zwar Verbündete, doch sind die Orks mächtige Gegner. Um gegen sie zu kämpfen, müssen wir gut vorbereitet sein. Wir brauchen mehr Nahrung für eine mögliche Belagerung, mehr Baumaterial für die Verteidigungsanlagen und natürlich Truppen, Kriegsgeräte und Waffen. Dann schafft diese Dinge herbei! Es eilt! Der Feind schläft nicht! Sehr wohl, Sire! Mächtiger Ork! Ich bringe erneut Nachrichten von unseren Speeren! Haben sich die Würmer wieder in ihren Löchern verkrochen? Haar! Nein! Allwütender! Vielmehr trotzen sie unseren Angriffen, indem sie ihre Brücken verstärken! Und mit stabilen Dächern schützen. Was? Oh. Und König Harald hat nun anscheinend Verbündete. Nicht nur Vorräte, sondern auch Truppen und allerlei Kriegsgerät werden herangekarrt. Die Maden werden aufmüpfig. Schickt ein paar Banden los, die noch in der Gegend sind. Das wird sie lehren, dass wir keine Armee brauchen, um sie zu zerquetschen. Nur zu gern, eurer Hochwohldurchtrieben. Das wird sie lehren, haha. Oh mein Gott, sind die vielen verschiedenen Stimmen, sind die schwierig. Ich muss nachher erstmal gleich was trinken. Aber jetzt kommen wir erst zu Level 3.1. Ich bin gespannt. Lasst mindestens einen Feind in die Schlucht stürzen, vernichte zwei Feinde. Oh, wir müssen jetzt taktisch vorgehen. Okay. Oh nein, eine Bande von Orks ist auf dem Weg, unseren Konvoi zu überfallen. Die sollen nur kommen und ihr blaues Wunder erleben. Unsere Truppen sind den Orks noch nicht gewachsen. Wir riskieren vorzeitige Verluste. Wir brauchen eine Falle. Baumeister, konstruiert auf dem Weg der Orks eine Brücke, die einbricht, wenn die Orks da raus sind. Ihr dürft allerdings nicht einfach nur ein Loch hineinbauen. Dann werden sie umkehren und einen anderen Weg nehmen. Unser Schicksal liegt in euren Händen, Baumeister. Lasst euch eine Konstruktion einfallen, die möglichst viele von ihnen in den Abgrund stürzen lässt. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das funktioniert. Wir bauen zuerst mal unser normales Brückenstück, kennen wir ja alles schon. So, und machen hier eine Seitenkonstruktion, wie wir sie auch kennen. So, schauen wir uns das Ganze an. Hier kommen die Banden. Einmal. Ah, dann hält er auf. Das heißt, wir müssen beide hier drauf locken. Na gut, dann machen wir das Ganze hier noch ein bisschen stabiler. Wie weit komme ich hier? 2 hoch. So. Hoffentlich ist es nicht zu stabil. Ansonsten nehmen wir wieder ein Schildchen halt eben weg. Der erste ist drauf, der zweite ist drauf und es kracht ein. Oh, er probiert noch nach unten, aber die Brücke stürzt auch ein. Schaffen sie es hoch? Nein, sie schaffen es nicht mehr hoch. Ciao. Okay, beide Feinde sind vernichtet. Das war die erste Brücke. Ich denke, die Welt wird jetzt echt interessant, wenn wir hier jetzt so taktisch vorgehen müssen. Ich denke, da wird auch noch irgendeine Verfolgermission oder sowas kommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und schauen wir mal, geht die Geschichte weiter? Nein, es geht weiter mit der nächsten Brücke. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor Mittelalter. Bis dann!